Hallihallo! Es ist wieder Zeit für die nächste Buch-Freiwilligkeitsdekoration. Diesmal die erste Seite im März. Es ist nur eine Seite, es ist keine Doppelseite diesmal. Ja, die ersten beiden Tage quasi. Und ich habe mich für ein bisschen Frühling entschieden. Also, obwohl ich das Ganze jetzt im Juni drehe, muss ich mich umstellen, dass ja im März Frühling und Ostern war. Das wird ein bisschen kompliziert werden. Also, werdet ihr jetzt jede Menge Frühlings- und Osterdekorationen noch sehen. Wie gesagt, das ist ja. Ja, kommt jedes Jahr wieder, kann man ja im nächsten Jahr benutzen oder so. Ich habe mich jetzt für diese beiden Rollen entschieden. Das hier ist aus dem Regenbogen-Set. Das hier ist von Ikea und dann habe ich noch den Sample mit den kleinen Blümchen hier unten. Und ja, so sieht's aus. Das wird es jetzt sein und mal gucken, wie das dann im Endeffekt aussieht. Ich muss immer das Klebchen wegmachen. So, ich fange einfach mal unten an. Wird schon wieder schief. Ach je. Messer brauche ich noch. Okay. Und oben, wie gesagt, dieses. Okidoki. Nehmen wir das auch. Das ist noch den Mittelstreifen quasi. Nanu. Hat keine Lust heute. Hätten wir das schon mal. Und als Sticker habe ich diese hier rausgelegt. Noch nie benutzt, weil ich ja im März aufgehört habe. ja, ich habe dieses hier finde ich zum Beispiel ganz schön. Frühlingsgrüße, deswegen war das der entscheidende Punkt, warum ich jetzt das gewählt habe. Und mit dem fangen wir auch gleich mal an. Und setzen den, ich weiß nicht, da oder da. Hier hin. So. Jo. Sogar zwei verschiedene Schäfchen. Mal gucken. Oh, Sonnen gibt es auch jede Menge. Mensch. Das ist schön. Ja, genau, die wollte ich noch. Die sind ganz hübsch. Oh, die sind doch andersrum. Das ist gut. Das ist noch besser. Können wir die nämlich hier hinsetzen, so. Und dann noch ein bisschen Käferchen. Und ein paar Bienchen, oder eine Biene. Ein paar Bienchen, ich setze eine hin, jawoll. Und vielleicht noch Schmetterlingen, welche nehmen wir? Gibt auch so viele hier. Ach komm, nehmen wir mal Lila. Lila ist hier noch gar nicht weiter vertreten. So. Und oben könnten wir noch ein bisschen was Vogeliges hinmachen. So. Noch ein Vogel? Ich weiß gar nicht. Eine andere Farbe.
Na, ist doch in Ordnung. Das ist doch ein Wort, würde ich mal meinen. So, alles klar. Dann ist das mal so viel hier drauf. Wie viel sind denn das? 111 Sticker. Und dann so viele verschiedene. Könnten wir noch ein paar Blümchen zum Beispiel hinmachen. Also das ist ja der Wahnsinn. Warte mal, ich mache das tatsächlich. Ich mache ja noch so ein paar kleine Blüten hin. Haben wir noch eine kleine? Eine weiße. So, zack. Alles klar. Jetzt reicht's aber. So. Meine erste Deko, jetzt kann beschriftet werden. Was schreibe ich denn? Mit Grün wäre es vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht. Wir könnten Rot nehmen. Aber den Roten habe ich ja nur den komisch schreibenden. Nehmen wir Orange und Grün. Oder Hellgrün ist schöner, wenn ich den Hellgrün finde. Da ist er. Oder? Bist du der Hellgrüne? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, du bist der Dunkelgrüne. Hellgrün ist weg, dann nehmen wir halt den Dunkelgrün. Auch nicht schlecht. So, also, ich habe begonnen. Das letzte Geheimnis. Davon sage und schreibe 21 Seiten gelesen. So, weil hier nicht viel ist, kann ich etwas großen nehmen. Lass mich mal kurz gucken. So, okay. Und am nächsten Tag habe ich ebenfalls das letzte Geheimnis gelesen. Aber lediglich unglaubliche 10 Seiten. Ich glaube, da hat die Leseklappe schon langsam eingesetzt. So. Okay. Dann war es das also schon mit der Deko. Ja. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dann. Bye, bye.